Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mods. Letztes Mal haben wir eine Rakete ins All geschossen und heute und die nächsten paar Folgen wollen wir schauen, wie weit können wir das nehmen. Und etwas, was ich feststelle, ist, wir haben hier nicht allzu viel Raketentreibstoff. Woran könnte das liegen? Zu wenig Wasserstoffperoxid. Zu wenig Sauerstoff. Ja, der Tank ist leer. Der Tank ist voll. Das heißt, wir machen hier eine Pumpe dran. Wenn wir hier mehr als 20.000 drauf haben, dann blasen wir in die Luft. Und das sollte dann dazu führen, dass wir mehr Sauerstoff hier rausbekommen. Was wir auch machen könnten, ist den Sauerstoff, den wir hier oben noch haben, mit ins System führen. Der landet dann nicht hier im Tank, aber bis hier in die Verarbeitung kommt er. Und wenn wir hier oben etwas produzieren. Und das sollte dazu führen, dass wir mehr Raketentreibstoff bekommen. Anscheinend immer noch nicht genügend. Müssen wir hier einfach mehr entsorgen. Dass wir mehr Sauerstoff produzieren können. Laufen immer noch nur drei von allen. Und wenn wir das hier in den Tank pumpen, ja, dann laufen hier nämlich alle. Hier haben wir ein stabiles Volumen von 20.000 und hoffentlich sammelt es sich hier dann irgendwann an. Hier produzieren wir inzwischen mehr und da rauchen auch mehr Chemiefabriken als bisher. Hoffentlich führt das zu mehr Raketenstarts. Aber ich denke, was wir als erstes angehen wollen, ist hier in unserem Einkaufszentrum. Denn hier können wir beispielsweise noch
noch bessere Laserverteidigung machen bis zu den Grünen. Wir haben hier auch die Zentrifugen automatisiert. Was brauchen wir sonst noch? Wahrscheinlich nichts von hier. Tanks wären vielleicht nett. Die haben wir nicht automatisiert. Und da mache ich die beiden. Ich denke, da brauchen wir nicht die großen Lagertanks. Wie sieht es aus mit... Hier haben wir Substation 4. Das ist alles, was wir bekommen. Ist das auch das, was ich anfordere? Nein, ist es nicht. Machen wir das so. Und dann... Strommassen, da stellen wir auch auf die großen um. Dann bei den mittleren Strommasten. Da stellen wir auch auf die um. Und dann die... Die normalen lassen wir, denn die brauchen wir immer noch für die Mining Outposts. Die sind da nützlich. Den brauche ich nicht mehr. Gut. Und dann... Wir haben bis zu den blauen Bändern haben wir automatisiert, aber die violetten und die hellgrünen, neongrünen haben wir nicht. Und ich denke, das müssen wir nicht wie hier unten produzieren. Denn ich gehe nicht davon aus, dass wir das in großen Mengen brauchen. Und ich werde hier dann auch nur die Untergrund- und die Teiler machen, nicht die Belader. Aber hier vielleicht, zumindest für die Förderbänder, alles. Hier bei den Tunneln zwei Stacks. Und dann haben wir hier irgendwo noch eine Maschine frei. Hier. Da können wir dann die machen. Und die. Und dann wollen wir wahrscheinlich auch sicherstellen, dass wir da die neuen Roboter hier ins System reinkippen, beziehungsweise all die alten Varianten, die wir dann hier in den Roboterhangaren haben, dass wir die rausnehmen. Und wir haben ein paar solche Stellen.
wo wir die Filter einfach noch ergänzen müssen. Und die Bauroboter, die stören mich nicht allzu sehr, wenn die nicht auf dem schnellsten Stand sind. Aber Logistikroboter, das wäre toll, wenn die da wirklich top-notch sind. Und ich muss hier rumgehen und das für alle Filter ergänzen, wo wir solche definiert haben. Wir haben nicht bei jedem Roboterhangar auch die Knickarme, wo wir die dann entfernen. Aber wo wir sie haben, da machen wir es. Wahrscheinlich sollten wir uns aber auch darum kümmern, dass wir hier die Fläschchen, die wir nun herstellen, auch zu unserer Forschung führen. Und wie machen wir das am besten? Hier unten durch. Ich denke, da gehen wir unten durch bis und über unseren Bus für die Module. Reicht hier ein blaues Band? Yep. Und dann gehen wir hier hoch neben den grünen. Und das hier nebenher. Hier unter der Bahnlinie durch. Dann hier geht's ran. Und sobald die ankommen, können wir auch weiter forschen. Und denke, wir machen da einfach das mal. Was uns am meisten bringt. Und das hier. Und dann müssen wir wahrscheinlich auch mal schauen, wo hapert es denn hier bei den Materialien, die auf unserem Bus sind, so dass wir möglichst optimal produzieren können und uns die Materialien nicht ausgehen. Von dem, was ich hier am Anfang von unserem Bus sehe, ist es zum einen Plastik, Kunststoff, das hier mehr Durchsatz haben könnte, nicht ein ganzes volles rotes Band. Und wir haben das sowieso so geplant, zumindest hier auf dem Bus, dass wir hier zwei Bänder haben können. Aber Silikon, da sieht es noch schütterer aus, das ist nur ein gelbes Band und das ist in etwa zur Hälfte voll. Drum wollen wir schauen, was können wir da machen, um da mehr rauszubekommen. Und es scheint ein Problem vom Input zu sein, dass wir hier zu wenig von dem haben. Könnte sein, dass das daran liegt, dass wir einfach zu langsame Bänder haben. Machen wir
hier mal ein Upgrade bis hinten hin. Und dann heißt das, müsste dann doppelt so schnell sein, denn wir gehen von einem vollen Band auf ein halbes Band, dass wir da den Durchsatz sicherstellen können. Und wahrscheinlich immer noch etwas zu wenig. Kopieren wir doch das hier mal. Und hier machen wir das so. Da stellt sich die Frage, ist das Band schnell genug hier? Und wahrscheinlich mit dem Umstellen von unserer Logistik, sollten wir auch hier das etwas anpassen. Kommt immer noch nicht ein volles gelbes Band raus. Kopieren wir das noch zweimal. Und hier ein Upgrade. Macht das auch hier nochmals hin. Nicht, dass wenn wir es das nächste Mal kopieren, es auch wieder fehlt. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich zu wenig. Dann machen wir hier mal ein Update auf die schnelleren Maschinen. Dürfte etwas helfen. Ah ja, und jetzt haben wir zu wenig Stein. Wir müssen sicherstellen, dass wir auch hier alles möglichst optimal abführen,
auch das Kohlenstoffdioxid, das wir nicht benötigen. Scheint so, als ob wir immer noch zu wenig produzieren. Dann kopieren wir das hier nochmals hin. Und dann brauchen wir wahrscheinlich ein rotes Förderband bis hierhin vielleicht. Nicht mal alle Maschinen können aufs Band legen. Und hier unten bekommen wir genügend raus. Wir haben ein volles gelbes Band. Und das sollte hier helfen, mehr Maschinen mit Material zu versorgen. Sind es nur die letzten zwei, die... Nein, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft, dass wir hier alle Maschinen mit Material bestücken und somit hast ein volles Band rausbekommen. Aber ich denke, mehr bekommen wir hier nicht, auch mit den schnelleren Maschinen. Die produzieren einfach schneller, aber sie produzieren nicht mehr. Das heißt, das, was wir hier allenfalls machen könnten, ist Produktivitätsmodule reinpacken. Denn so produzieren wir mehr Output bei der gleichen Menge an Material, das wir reingeben. Und wir haben ein volles gelbes Band. Sehr schön, das ist das, was ich sehen möchte. Und wir forschen auch schon wieder. Genau. Und damit sind wir am Ende der ersten Folge nach unserem Raketenstart. Und ich denke, nächstes Mal wollen wir uns mal anschauen, wie weit wir mit der Forschung gehen können, wie schnell wir Fläschchen produzieren können. Und da müssen wir wahrscheinlich an verschiedenen Stellen upgraden, denn ich gehe davon aus, dass die ersten Fläschchenproduktionen nicht Schritt halten können. Aber das finden wir nächstes Mal raus. Also bis dann und tschüss!